Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zum 9. Tag der Intergalactic Aerospace Expo und hier zu diesen Expo First News Sondersendung. Und zwar sind wir wieder auf der Seite von Robert Space Industries und gucken uns an, was der Musashi Industrial and Starflight Concern denn alles heute zu bieten hat. Es gibt ein neues Konzept, das habt ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen, die MISC Odyssey, und die werden wir uns natürlich in diesem Zuge noch angucken. Aber erstmal gehen wir hier die Hauptseite durch und werden hier mal einmal ganz gescheit hier über diese Seite hinweg scrollen. Da gehen wir natürlich gleich noch rein. Und hier haben wir jetzt erstmal 21 Exponate, die wir uns jetzt hier angucken können. Ich habe sie mir schon einmal angeguckt, deswegen gehen wir heute mal von links nach rechts, beziehungsweise von rechts nach links, und fangen mal mit der Starfarer Gemini ein. Dem Militär oder der Militärvariante des Refueling-Tankers hier, ne, dieses Tankschiffs. Wahnsinn, ein richtig geiles Ding mit Missiles hier vorne drin. Richtig cooles Ding, in dem man sich regelmäßig verläuft. Ne, so, weg. Das ist die Standardvariante, da seht ihr vorne, da habt ihr diese Raketen nicht drin, aber die kann Treibstoff aufnehmen und umwandeln. Ist ein Schiff, was auf jeden Fall Treibstoff von A nach B transportieren kann, und das nicht unbedingt wenig. Und hier habt ihr zum Beispiel auch diese Escape-Pod-Auslässe und so. Ist einfach ein geiles Schiff. Müsst ihr euch mal reinziehen. So, dann haben wir natürlich die Reliant-Varianten. Einmal die Kampfvariante, die Reliant Tana, dann die Forschungsvariante, die Reliant Zen, die Broadcast-Variante, kann man sagen, damit, wo ihr Live-Reportagen machen könnt, wenn es zum Beispiel brennt, ne, da fließen alle hin und wollen dann natürlich filmen, ne, logischerweise. Das ist ja auch mein News-Fan hier für Diverse News, die Marco, und dann noch die Standard-Variante, die Core. Übrigens alles Zweisitzer mit einer ganz tollen Klappmechanik, wie ihr hier seht, ne, das ist der Flugzustand und das ist der Landzustand. Ist wirklich ein tolles Schiff, müsst ihr mal ausprobieren. So, dann natürlich die Racer-Varianten, die Racer Luxus, die Racer Stealth-Variante, die X, und natürlich die normale Racer-Variante. Hier gehen wir mal ganz kurz rein, denn hier gibt es jetzt auch Farben, die ihr euch für dieses Schiff besorgen könnt. Die seht ihr hier unten. Es gibt einmal natürlich wieder die Razer Stormbringer-Variante, den Stormbringer-Paint und den Polar-Paint. Mehr neue Paints gibt es an der Stelle jetzt nicht. Aber geht natürlich in Extras und Farben nochmal rein. Guckt euch an, was gibt es allgemein jetzt. Und aber von den neuen Farben her sind das wirklich die einzigen, die jetzt hier heute zum MISC-Tag dazugekommen sind. Wir gehen wieder zurück, gehen weiter hier durch und kommen dann erstmal zur Prospector, dem Einsteiger Mining Raumschiff, und auch ein sehr, sehr schönes Ding. Dann haben wir hier natürlich die Odyssey. Hier werden wir schon mal so ein bisschen gespoilert. Ne? 700 US-Dollar kostet das Ding, das Konzept. Das wird wahrscheinlich, wenn es flight-ready wird, noch mindestens 100 bis 150, wenn nicht 200 Dollar teurer werden. Aber dazu gleich mehr. Dann haben wir die Hall-E, die große Hall-Variante. Ein Riesentransporter. Wahnsinn, ne? Was ihr damit transportiert, das ist aber wirklich was. Da macht es wirklich nur Sinn, wenn ihr meint, ihr müsst in andere Sonnensysteme fliegen, dann ist das richtige Schiff. Ich glaube, in einem Planetensystem werdet ihr da überhaupt gar keine. Da würdet ihr den ganzen Markt kaputt machen mit. Würdet ihr wahrscheinlich gar nicht vollkriegen, das Ding. Ich glaube, das ist wirklich ein Schiff, da müsst ihr wirklich durch Sprungtore fliegen und in weit, weit, weit entfernte Galaxien, ja gut, Galaxien nicht, lassen wir es mal auf Sonnensysteme, und dann werdet ihr mit dem Ding auf jeden Fall glücklich. Ein Heavy Freight. So, eine Nummer kleiner ist die Hall-D, aber auch hier würde ich euch raten, eher was für den großen Transport. Dann kommen wir zur Hall-C. Das ist eine Variante, die könnte schon, die ist so im Zwischenbereich, die könnte schon Sinn machen im eigenen Sonnensystem, aber auf jeden Fall auch in externen Sonnensysteme durch Sprungtore durch. Und dann kommen wir als nächstes zu Hall-B. Das ist eher einer, da kann man innerhalb des Sonnensystems schon ganz gut was machen. Und das ist so ein kleiner Transporter, seht ihr auch an den Manny-Keksen hier, Medium Freight, die Hall-A. Ne? Sehr, sehr geil. So, dann haben wir die Freelancer-Varianten. Die MISC, die Kampf-Variante, die MAX, die Transport-Variante, dann die Expedition-Variante und dann noch die Standard-Variante der Freelancer im Angebot. Dann die Endeavour, Leute. Das ist ein Schiff mit mehreren Modulen. Da gehen wir auch nochmal rein und schauen uns das Ganze mal an. So, da habt ihr hier diese Endeavour, das ist übrigens nur das Frontmodul an der Stelle, und die ganzen anderen Module, die könnt ihr euch hier unten dann jetzt extra dazu kaufen. Na, da gibt es zum Beispiel das Biodome-Pod-Modul, ne, so. Dann gibt es das Collider-Pod-Modul, dann gibt es das Crow-Pod-Modul.
Modul, Fuel-Modul, es gibt so viele Module, ne? Hier Landing-Pod-Modul, Med-Modul, es ist wirklich ein absolut krasses modulares Schiff, wo ihr später, das hatte ich ja gerade auf der Messe auch schon gesagt, eigentlich kein Zuhause mehr habt. Ne? Wenn ihr mit dem Schiff unterwegs seid, wenn ihr auf diesem Schiff arbeitet, dann habt ihr, glaube ich, keine Heimat, gut, eine Heimat habt ihr schon, aber ihr seid wirklich immer unterwegs und ihr seid wahrscheinlich alle Jubeljahre mal zu Hause, würde ich jetzt mal so sagen. Ne, denn das Schiff hat einfach unheimlich viel zu bieten. Und so wie ich das verstanden habe, könnt ihr diese Pods auch alle hintereinander klippen. Ich meine, den kann man ohne Ende erweitern. Wahnsinn. Ist eigentlich eine fliegende Raumstation in dem Sinne. So, dann haben wir hier unten noch die Packs, aber die gucken wir uns gleich an der Stelle auf der anderen Seite nochmal an. Und zwar haben wir dann hier noch die, ach nee, damit ist es angefangen, die Endeavour ist auf jeden Fall das erste Schiff an der Stelle, dann gehen wir weiter runter, da haben wir dann den Daily Deal, das ist die Razor mit 10 Jahren Versicherung, könnt ihr euch jetzt hier holen, das Video und das schauen wir uns an der Stelle jetzt erstmal an. Wow, was some serious fun out there, eh, Jimmy? Admitting you couldn't have done it without me. I mean, the cannons on those Ares models, was that like a size 7? That is nuts! Absolutely insane! Raw power! Couldn't have put it better myself, mate. This has been an eventful IAE, to say the least. But thanks to Jimmy here, I've been reminded of why I started doing all of this in the first place. At the end of the day, it's all about the ships. So here are some highlights of Intergalactic Aerospace Expos, past and present. Ha ha! It's a pirate's night for me, here at the Drake Pavilion. Just don't tell Jan Dredge. Right, here we go. Oh, what's this do? Holy shit! Now, what's with this front wheel axle? And the fixed maneuvering thrusters really come through the clutch. See what I mean? And once you figure out the floaty stairs, the Car2 Arl absolutely sinks in more ways than just Sharn Opera. We've loaded up this Argo raft with several cases of Bondurant Vaisseau Blanc de Blanc Reserve. That's right, two crates of sparkling wine worth more than my penthouse in Castor Point. Ridiculous? Certainly. Now, I was always terrible at this. Nailed it! I can't find the limit! Apology accepted! Jimmy? You okay, lad? What's this? Looking good, Jim. How old are you in this? Now go pose for a picture with your hero, Jack. Wow. Face me. Smile. Say, freelancer. Brilliant, look at that. Damn it, Jimmy. That warms my heart. Makes me feel old as hell, but it warms my heart nonetheless. You're a good kid, Jimmy. You make me proud. Let's get out of here before they kick us out. Let's go and see what the hubbub's about over at the Misc Pavilion. Dare to fly. I think I still need to do some serious soul searching, Jimmy. There it is. The Odyssey. This ship is something else, huh? I mean, supposedly, it basically becomes your own personal space station. Imagine just taking this thing out as far as you can, dropping anchor and just living. I mean, that's it, Jimmy. The Whitley's just got their hands on an Odyssey prototype. I'm sure they wouldn't mind if I borrowed it, you know, for a little sabbatical someplace. I don't know, like the Pyro system. Yeah, or someplace like that. I mean, someplace where no one will bother me. I need to get my head straight before next season. If I even make it back, that is. Okay, everything is looking good. This is it. I'll miss you too, Jimmy. But don't wait up for me, mate.
ein bisschen traurig, ne, an der Stelle, finde ich so. Aber geiler Abschluss. Auch wieder ein Video mit Gänsehautcharakter. Richtig geil. Ich bin wirklich, wirklich mal gespannt, ob irgendwann mal das Geheimnis des Jimmys mal gelüftet wird. Wer das ist. Der nimmt wahrscheinlich den Helm an, ist das Chris Roberts. Nee, keine Ahnung. Na, auf jeden Fall total spannend. Richtig geil. Richtig cool gemacht. Also Videos top. Da wünscht man sich eigentlich, dass das ewig noch weitergeht. Einfach ein ganzer Film. 1,5 Stunden. Total gut. Ne? The End. Oder? Na, man weiß nicht so genau. Ja, auf jeden Fall auch geil, ne? Zum Schluss mit dem Sprungtor und so. Ach ja, voll geil. So, und dann gibt es auf jeden Fall hier die T-Shirts von Misk. Heute könnt ihr euch besorgen. Und natürlich wieder das T-Shirt-Paket, wenn ihr sie alle haben wollt. Und hier gibt es dann noch für die Concierge, also die mindestens 1.000 Dollar ausgegeben haben, noch das Misk-Komplettpaket. Einmal als Warbound für echt Geld und einmal als Nicht-Warbound für Store-Credits. Und hier habt ihr wirklich alle Schiffe vom Musashi Industrial in Starflight-Konzern drinne. Wir gehen mal rein. Wir haben hier die Endeavor, natürlich ohne die Module, logischerweise. Dann haben wir hier die Freelancer, die Dur, die Max. Dann haben wir die Hull A, die B, die C, die D, die I, die Prospector, die Razor X, die Razor Luxus. Dann natürlich die Core, die Marco, die Zen und die Tana. Dann haben wir noch die Starfarer Gemini und die Odyssey. Alles drinne, komplett. Wenn ihr ein Misk-Fan seid, dann seid ihr hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Und ihr müsst mal gucken, ob ihr was einschmelzen könnt, ob ihr euch das mit Store-Credits kaufen könnt. Denn das Schöne bei diesen Paketen ist, die sind halt immer mit Lifetime-Insurance. Jedes Schiff. Egal, ob ihr es mit Store-Credits oder als Warband kauft, Lifetime-Insurance, seid euch da sicher. Ich glaube, Pakete ab 1.000 Dollar haben das, glaube ich, immer, ne, meine ich, mal gehört zu haben. So viel dazu. Hier unten natürlich noch der Merchandising-Bereich, wie jeden Tag, da könnt ihr auch nochmal reingehen. Jetzt schauen wir uns aber mal die Odyssey an, dem neuen Konzept von dem Musashi Industrial Starflight-Konzern. Und da bin ich mal gespannt, was wir denn jetzt hier so sehen. So, also, wir haben natürlich wieder, ja, das Bild allein schon, diese Sprungtore. Ne? Das ist auch zum Beispiel auch ganz cool. Es soll ja später natürliche Sprungtore geben und künstliche Sprungtore. Und ich kann mir vorstellen, gerade in dem Video haben wir ja gesehen, das wird ein künstliches Sprungtor sein, wo wirklich eine Vorrichtung aufgebaut ist. Und das hier könnte ich mir vorstellen, könnte so ein natürliches Sprungtor sein. Ne? So ein richtiger, so ein Wurmloch. Voll geil. Ne? Ist natürlich auch hier vorne sowas dran. Ne? Aber trotzdem, da ist ja halt kein Ring und so. Ach ja, so. Wir gehen weiter. Diese Bilder könnt ihr euch wie immer natürlich hochauflösend hier unten downloaden. Das ist ziemlich cool. Hier haben wir die Informationen über die Standard Cargo Units. 252 an der Zahl. Ist jetzt nicht mega viel, aber ist jetzt auch nicht wenig für die Größe. Ne? Aber wir kriegen mit diesem Schiff natürlich noch viel, viel mehr. Übrigens hier geiler Tanklaster. Will ich auch haben. So, weiter geht es. Dann haben wir hier die Information über die Waffen. Wir haben Zeiss 5 Guns und zwar dreimal an den Turrets. Das sieht aus, als wenn das alles Remote-Turrets sind. Steht hier auch Remote-Operation-Turrets und das ist gar nicht so schlecht. Für die Schilde steht hier erstmal nichts, da gibt es später noch ein bisschen Informationen zu. Aber auch an der Stelle ein sehr, sehr cooles Bild. So, nächstes Bild. Der Hangar. Ne? Es bekommt auf jeden Fall einen Hangar. Es bekommt sogar zwei Hangar. Ein Schiffshangar und ein Fahrzeughangar. Dazu aber später auch noch mehr. Hier übrigens geile Sonnenfinsternis. Auch ein geiles Bild übrigens. So, dann haben wir eine Medbay. Auch mit dabei bei der Odyssey mit an Bord. Ein Tier-2-Bett, wo ihr mittlere Verletzungen, leichte Verletzungen und sogar einen Imprint euch hochladen könnt. Also wenn ihr sterbt, könnt ihr dort auch wieder erwachen mit einem neuen Körper. Das ist auch sehr wichtig, gerade bei solchen Schiffen. Denn wenn ihr irgendwo im Nirgendwo seid und ihr sterbt, dann wollt ihr ja nicht zig Sonnensysteme weiter irgendwo wieder in den Medbay aufwachen. Ne? Sondern ihr wollt ja auf dem Schiff, ihr wollt ja da sein, wo ihr seid. Ne? Deswegen ist das an der Stelle auch sehr, sehr wichtig. Was ihr hier nicht machen könnt, ist schwere Verletzungen heilen. Wenn ihr jemanden an Bord habt, der wirklich eine schwere Verletzung hat, eine Tier-1-Verletzung, dann müsst ihr ein Krankenhaus anfliegen, sonst habt ihr da keine Chance. Oder ihr habt eventuell eine Medivac oder eine Apollo mit im Geschwader. Ne? Aber ob die wirklich ein Tier-1-Bett kriegt, da müssen wir auch noch abwarten. Da weiß ich nicht genau. So, will ich nichts versprechen. So, weiter geht's. Dann haben wir hier natürlich noch einen Mining Arm und einen Tractor Beam, der mitkommt. Also ihr könnt unterwegs auch Ressourcen abbauen. Auch sehr, sehr geil. Hier, ne, die kleine Prospekte, ich darf auch noch ein bisschen mitminern. Übrigens würde ich es ziemlich geil finden, wenn wir in den Hangar, in den Schiffshangar der Odyssey Prospekte mit reinkriegen würden. Das würde ich echt ganz geil finden, wenn die da mit an Bord wäre. Ne? Aber vielleicht ist sie das ja, ne? Weil die ist ja dabei. Also wer weiß. So, weiter geht's.
Dann haben wir eine eigene Raffinerie an Bord, was auch ziemlich cool ist. Das heißt also, wir können theoretisch abgebaute Materialien in Treibstoff umwandeln und sind somit auch so ein bisschen unabhängig. Wir müssen also deswegen auch zum Beispiel keine Starfarer unbedingt mitnehmen. Sondern wir sind halt, wir können unsere Flotte halt selber versorgen mit dem Schiff. Auch sehr, sehr cool. Und ich denke mal, auch die Xi'an werden hier wieder die ein oder anderen Geschichten mit eingebaut haben. Gerade auch bei den Triebwerken bin ich mir ziemlich sicher, dass da die Xi'an wieder mitgewurschtelt haben, die alten Außerirdischen. So, dann haben wir drei verschiedene Decks. Wir fangen mal mit dem Afterdeck an. Hier haben wir einmal den Gravitationsgenerator an dieser Stelle. Als nächstes haben wir hier die Refinery Station, die sitzt hier, also da, wo wir den Treibstoff dann erstellen können, umwandeln können. Und wir haben hier die Engines in diesem Bereich. So, und dann haben wir als viertes noch den Main Elevator. Also hier ist der Hauptelevator, also der Fahrstuhl, so. Und der bringt uns halt zu den drei verschiedenen Decks. Wir gehen weiter in das Hauptdeck. Da haben wir einfach vorne erstmal die Brücke. Daneben haben wir noch den Zugang zu den drei Remote Turrets, also die können wir auch alle von der Brücke aus steuern, was auch ziemlich cool ist. So muss man halt nicht ständig irgendwie durchs Schiff flitzen, um dann zu den Remote Turrets zu kommen, sondern das geht halt alles von der Brücke aus. Sehr, sehr gut gemacht. So, dann haben wir den Hauptelevator, der ist an der Stelle, ich denke mal, das müsste aber auch einer sein hier eigentlich, weil der war ja gerade an der Stelle hier, vielleicht gibt es aber auch mehrere, kann ja sein, führt uns auf jeden Fall auch zu allen drei Decks. Dann haben wir die Escape Pods, an der Stelle hier vorne. Da sind die Escape Pods. Die Crew-Quartiere haben wir hier. Dann haben wir hier die Mess Hall, das ist da, wo gegessen wird, wo gequatscht wird, wo morgens der Kaffee getrunken wird. Dann haben wir den Locker Room, also da, wo die Schränke sind, da, wo man sich umziehen kann. Das ist alles hier. Dann ein Docking-Collar an der Seite für Stationen, ein Large-Docking-Collar und auf der anderen Seite einen kleinen für das Andocken von Schiffen. Auch beide Arten von Docking-Collars sind an diesem Schiff vorhanden. Und genau, so sind wir beim Main-Deck durch. Dann kommen wir zum Hangar-Deck. Hier haben wir als erstes erstmal vorne die Mining-Control. Also wenn ihr die Miner seid, dann müsst ihr hier vorne sitzen, denn dort habt ihr dann Zugriff auf den Mining-Rüssel. Dann hier das Mining-System wird wahrscheinlich hier sein. Ich denke mal, hier wird es auch dann ähnlich wie bei der Mole sein, dass wir sehen, wie die Steine dann zerkleinert werden, und so weiter und so fort. Dann haben wir hier die Medical Bay sozusagen mit einem Tier 2 Medical Bed. Dann der Haupt-Elevator, der ist wieder hier an der Stelle. Ja, ob das jetzt auch noch wirklich einer ist, ja, ich denke mal, ja. Vielleicht gibt es zwei. So, dann haben wir hier die Vehicle Ramp. Die ist hier. Dann hier, da kann dann das Fahrzeug stehen. Ich denke mal, da könnte jetzt zum Beispiel ein Rock drin stehen oder ein Rock DS oder ein Cyclone. Wie das mit der Höhe hinkommt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch wieder ein Q&A gibt, was ich euch natürlich selbstverständlich auch übersetzen werde. Und da wird es wahrscheinlich die Frage geben, passt da noch ein Panzer rein? Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wer weiß, man weiß es nicht. So. Oder ihr könnt natürlich auch 252 Standard Cargo Units hier unterstellen. Entweder Fahrzeug oder das oder beides. Dann ist es aber nicht mehr so viel Standard Cargo Units. So ein bisschen wie bei der Mercury Star Runner. Wenn ihr dann Fahrzeug drin habt, dann wird die Standard Cargo Units, die dann den Platz von dem Fahrzeug wegnehmen, natürlich nicht mehr mit berechnet. Aber der Rest kann natürlich dann vollgestellt werden. So, dann haben wir noch den Ship Hangar. Der ist hier hinten für Small Ships. Und ich weiß nicht genau, ob die Prospekta als Small Ship gilt, aber ich würde es cool finden, wenn man sie mitnehmen kann. Ich ganz persönlich. So, und als allerletztes hinten noch ein Viewing Room. Und hier könnt ihr euch hinstellen und einfach die gnadenlos schöne Aussicht nach draußen ins Universum genießen. So zum Feierabend mit einem Bierchen oder einem kleinen Champagnerchen. Könnt ihr euch da hinstellen und nochmal den Tag Revue passieren lassen. Ein tolles Schiff, muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich stehe ja total auf so Arbeitsschiffe. Ich finde das ja, ach ja, geil. Guckt es euch an. Saugut. Auch so richtig bam, so richtig massiv hier. Das ist richtig geil. Voll gut. Geil. So, also Bild könnt ihr euch übrigens auch hier speichern. Das geht auf jeden Fall alles. So, dann haben wir hier noch ein paar technische Breakdowns, ein paar Specs. Wir haben eine Höhe von 35 Metern, eine Breite von 90 Metern und eine Länge von 140 Metern, 252 Standard Cargo Units, das hatte ich euch ja schon erzählt, ein Hangar für Lände, also für Raumschiffe, für XS-Raumschiffe, also kleine, Crew, das ist mit 6 angegeben, ein Tier 2 Bed, Medical Bay, dann dreimal Size 5 Turrets, Schilde der Größe 4, das ist natürlich echt special, ich weiß gar nicht, welches Schiff Schilde der Größe 4 hat.
Ja, müssen wir mal gucken, was da vielleicht im Q&A noch rauskommt. Dann gibt es einen Mining Laser der Größe 2, Quantum Drive der Größe 3 und Fuel Tanks ebenfalls der Größe 3. So, und dann kommen wir natürlich hier unten zu den Special Offers. Und hier haben wir jetzt verschiedene Optionen. Wir haben einmal, wie immer bei Konzepten, die Möglichkeit, dass die Concierge, also die Leute, die schon, ne, ich sag's ja immer, $1,000 schon gespendet haben an Cloud Imperium Games, die haben die Möglichkeit, dieses Package zu kaufen als Warbound für 676,81 €. Da gehen wir mal rein, denn hier gibt es noch einen Special Skin, wie meistens bei den Konzepten. Und mit diesem Special Skin, die bekommt ihr wirklich nur mit diesem Paket. Wenn ihr dieses Paket euch besorgen wollt oder könnt, dann habt ihr wirklich nur diesen Windrider Paint. Ne? Ihr habt natürlich eine Lifetime Insurance da drauf und ihr bekommt noch einen VFG Industrial Hangar und natürlich das Schiff. Ist ja logisch. Ne? So, aber hier, da sieht man den Skin so ein bisschen. Der ist so weiß mit so einem blauen Strich hier, glaube ich, noch. Sieht eigentlich ganz cool aus. Aber, ne, Freunde, auch der Standard-Skin sieht ziemlich geil aus. Denn ihr könnt auch, wenn ihr keine Concierge seid, ebenfalls 676,81 € berappen und habt dann das gleiche ebenfalls ohne diesen Skin und habt auch eine Lifetime Insurance drauf. Ihr könnt es aber auch mit Store Credits euch besorgen. So, hier, ne, an der Stelle. Da gehen wir mal ganz kurz rein. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da keine Lifetime Insurance drauf. Richtig, hier habt ihr dann nur die 120 Monate Versicherung. Aber auch das ist nicht schlecht und was Besonderes jetzt zur Intergalactic Aerospace Expo, denn das sind auch immerhin 10 Jahre. Und ihr habt halt den Vorteil, dass ihr hier mit Store Credits bezahlen könnt. Ne? Das ist ja gar nicht so schlecht. So, und dann gibt es natürlich hier unten noch ein paar Discovery Packs. Die gucken wir uns auch nochmal an, ebenfalls als Warbound mit Echtgeld und einmal als Nicht-Warbound mit Store Credits. Hier sind drei Vehicles drin, einmal die Odyssey, einmal die Saber und einmal ein Cyclone TR. Das gehe ich mal davon aus, dass diese Schiffe auf jeden Fall reinpassen. Ne? Die Saber wird in das Schiff, in den Schiffshangar reinpassen und der Tumble Cyclone TR wird in, auf jeden Fall in den Fahrzeughangar reinpassen. Ne? Deswegen sind die hier auch mit dabei. Lifetime Insurance bei der Warbound-Version und 120 Monate bei der Nicht-Warbound-Version. So, und natürlich habt ihr noch die Möglichkeit abzugraden. Das geht natürlich auch, ne? Das könnt ihr machen. Das wird wahrscheinlich, obwohl es jetzt hier nicht steht, ich bin mir aber nicht sicher, ein Warbound-Upgrade sein. Aber wenn ihr zum Beispiel ein LTE-Token habt und ihr wollt einfach dieses Schiff haben, dann könnt ihr das natürlich machen. Dann hat dieses Schiff auch LTE, auch wenn ihr da jetzt nicht unbedingt alles mit Frischgeld bezahlt habt. Ne? Das könnt ihr auf jeden Fall an der Stelle auch tun. Ja, die Odyssey, Freunde, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von diesem Schiff haltet. Ich finde das echt ziemlich cool, mir gefällt's. Ich überlege hin und her, ich weiß es noch nicht so genau. Genau, sonst sollte es das gewesen sein. Wir werden uns morgen an der Stelle natürlich wieder melden. Ich werde gucken, was auf der Internetseite morgen zum Best-in-Show-Tag dann veröffentlicht wird. Wir werden dann ein paar Paints sehen. Wir werden dann vielleicht den Rucksack sehen, den gucken wir uns an. Und die Jacke und eventuell noch ein paar Farben, die wir extra bekommen. Und ich wünsche euch was. Bis morgen. Tschüss.